Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder mal, gehen wir die Kurve mit der 50. Folge von Sword Art Online. Es wird Zeit, dass wir das Spiel mal beenden hier. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es geht. War lange her, wo ich das jetzt wieder aufgenommen habe. Jetzt kommen ja immer zwei Folgen raus. Ich mach die Karte auf. Ach ja, da waren drei und da weiß ich ja noch deiner... Renn schneller. Ich weiß ja, dass da noch eine Mission war. Die machen wir jetzt. Haben wir wenigstens da komplett. So, ist hier sonst jemand mit einer Mission? Nein. Reden. Ja. Hey Kirito, hör dir das an. Ich weiß jetzt, wo der Albenkristall ist. Oh, die andere Komponente, die wir für den antiken Ring brauchen? Genau. Wenn wir ihn mit den Adamfedern zusammensetzen, sollten wir endlich in der Lage sein, den Ring herzustellen. Ich verstehe. Mann, diese Quest war ja viel einfacher, als ich erwartet hätte. Ja, das stimmt schon. Ich wäre gerne noch etwas länger mit dir auf Abenteuer gegangen, Kirito. Ich auch. Schleimer. Hm? Du auch? Ja, ich wollte an mehreren Orten gehen und noch mehr Monster erledigen. Liz, dieses Seufzen gerade eben. Bedeutet das, dass du auch traurig bist, dass diese Quest zu Ende geht? Das ist es nicht, du Idiot. Idiot? Ach was, vergiss es. Los, beeilen wir uns. Okay. Ja. Heiß. Diese Hitze fühlt sich an, als würden sie mir Stück für Stück meine Stärke aussaugen. Unser LP scheint aber okay zu sein. Okay, warum fühlt unser Körper Hitze, wenn es doch nur ein Spiel ist? Haha, es ist aber schon gut, wenn du warmes und kaltes Essen isst, oder? Ja, ich schätze. Es hat keinen Sinn, dich zu beschweren. Wir müssen weiter. Ich kann vorgehen und dir den Aberkristall bringen, wenn es so schwer für dich ist. Nein, schon gut. Ich gehe. Ich war schließlich die, die diese Quest machen wollte. Und wenn ich ihn dann nicht hole, war das doch sinnlos. Was? Dieses brennender Wind. Oh, Kirito. Ich blockiere den Wind. Du folgst dich hinter mir. Aber, ich glaube, es wird bald aufhören. Halt nur ein bisschen länger durch. Kirito, tut mir leid, dass ich solche Mühe bereite. Das ist doch nichts. Ich sorge mich nur um deine Sicherheit. Danke. Ja. Geht's jetzt mal weiter? Ich will metzeln. Alles klar, der Wind hat sich gelegt. Jetzt sollten wir weiterkommen. Liz, was ist los? Du musst nicht mehr so nah bei mir stehen bleiben. Tut mir leid. Ich gehe jetzt hier rüber. Liz, dein Gesicht ist knallrot. Bist du sicher, dass dir die Hitze nicht so sehr zusetzt? Kirito, du bist ein Idiot. Mir geht's gut, kein Problem. Mach dir keine Gedanken. Bist du sicher? Überanstreng dich nicht. Ja, Kirito. Danke. Okay, weiter geht's. Ja. Ja, weiter geht's. Ich will metzeln. Töten. Ah. Diesen Fels hier. Der kostbare Stein eingelassen. Was könnte das sein? Hm, zeig's mir. Moment, das ist nicht der Alberkristall. Was? Das war ja einfach zu denken, dass wir ihn so schnell in den Finger bekommen. Aber das ist die Quest mit diesen. Den antiken Ring zu schmieden, könnte es wirklich sein? Hey, ist doch egal. Ist doch toll, ihn problemlos zu finden. Ich meine, es könnte doch sein, dass die Quest nicht deiner Erwartung entspricht, Kirito. Ja, und deshalb habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Es ist wichtig, angemessene Herausforderungen zu erstellen, damit die Spieler Spaß haben. Spiel du mal Dark Souls, Junge, spiel du Dark Souls. Dann können wir weiterreden. Ich habe es nie gezockt, aber die Videos, die ich gesehen habe, alter Schwede. Viele wollen ja, dass ich auch Dark Souls mal let's play oder streame. Vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube nicht, dass die Schöpfer einer Quest erstellen würden, wo seltsame Materialien so einfach zu finden ist. Würden die Schöpfer die Schwierigkeit in deiner Erwartung anpassen, könnte wohl niemand etwas zu Ende bringen. Außerdem sind, Lebrechaus von Natur aus keine kriegerisches Volk. Das mussten sie beim Erstellen der Schwierigkeitslevel dieser Quest noch bedenken, meinst du nicht? Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Nicht wahr? Okay, dann nehmen wir den Kristall einfach und
Das muss eine Falle sein. Wir sind nicht mal auf einen Boss gestoßen. Und sie geben uns seltsames, seltenes Material. Bitte. Ach was, ich hab schon genommen. Zu spät. Was ist los? Ein Erdbeben? Die Falle war wohl so angestellt, dass sie ausgelöst wird, wenn jemand den Albumkristall nimmt. Auch nicht so im Vieh schon wieder. Ja. Wie ging das jetzt nochmal? Jawohl. Alles klar. Ja, das Weg, großer. Das weiß. Ach so, konnte man. Ja. Kirito, das war's. Halt du dich mal lieber, Mädel. Komm schon, wir haben dich gleich. Na, was ist, großer? Komm schon, du Steinklops. Mach hinne. Stirb einfach. Geht doch. Ja. Quest fertig. Das war doch schwierig, als ich am Anfang geglaubt hatte. Für mich nicht. Uff, anscheinend ist es uns gelungen, ihn zu besiegen. Ja, es war sicherlich hart. Wir haben es von einer antiken Ringquest erwarten konnten, wurde etwas knifflig. Das war viel zu viel Kampf für eine Lebreschau-Quest. Wärst du nicht hier gewesen, Kirito, hätte ich diese Quest niemals schaffen können. Glaube ich. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Jetzt habe ich endlich den Aberkristall. Hehehe. Liz, du hast gerade dieses gruselige Grinsen auf dein Gesicht. Weißt du? Sei ruhig. Darf ich mich nicht einmal ein bisschen freuen? Wow, er ist wunderschön. Das ist also der Aberkristall, ja? Damit haben wir alle Materialien für den antiken Ring. Meine Arme prickeln schon, wenn ich nur dran denke. Alles klar, geh mir zurück. In der Stadt nach dem Kampf bin ich erschöpft. Ja, ich bin auch etwas müde. Aber es hat Spaß gemacht, mit dir auf Abenteuer zu gehen, Kirito. Danke fürs Mitkommen. Wenn wir zurück sind, gebe ich alles und mache dir den besten Ring, den ich herstellen kann, okay? Das eben, nun ja, ich meine, wenn ich mit den antiken Ringen fertig bin, darf ich dir sagen, was ich fühle. Hä? Kirito? Was? Moment mal, du schläfst doch nicht etwa, oder? Keine Sorge, ich werde dich immer beschützen. Du schläfst wirklich. Das ist unglaublich. Da habe ich endlich Mut gefasst und Quest geschafft. Eine ritterhafte Axt. So, rein da. Für den Ring. Liz, bist du da? Kirito, ich habe schon gewartet. Komm, in meine Werkstatt. Endlich werden wir ihn machen, den antiken Ring. Ja, irgendwie bin ich etwas nervös. Du, nervös? Das klingt gar nicht gut. Sag doch etwas, so etwas nicht. Du verhext es. Haha. War nur ein Witz. So,
Hilf dir, das etwas zu entspannen. Komm schon, lass das. Damals in SO hast du den Dunkelreporter in Einzug für mich hergestellt, nicht wahr? Diesmal wird es auch wieder gut ausgehen. Aber was wir hier versuchen, das ist ein legendärer seltener Gegenstand. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. Ich mache mir keine Sorgen. Du hast doch hart daran gearbeitet, deine Schmiedeskills zu verbessern. Was? Hast du mich beobachtet? Naja. Als ich in der Gegend war, habe ich vielleicht mal einen Blick erhascht. Was siehst du jetzt im Gesicht? Ich wusste nicht, dass du ein Spanner bist. Das ist alles. Warte, nein. Das hast du völlig falsch verstanden. Ich habe dich nur gesehen, während du... ich ärgere dich nur. Ja, war klar. Aber mal ernsthaft. Seit ich mir die Rede, scheint es mir albern zu nervös zu sein. Ja, Aussprache fehl. Haha, das ist doch gut. Okay, ich fange mal an. Als erstes machen wir aus dem Materialobjekt Jabefehl und den Alberkristall. Ja, beide in den Ofen. Eins, zwei. Okay, das sollte reichen. Jetzt werde ich meinen Hammer benutzen. Roger. Bom. Wie lange willst du drauf einschlagen? Noch ein bisschen, glaube ich. Seltsam, ein normales Objekt wäre jetzt schon längst fertig. Ich schätze, ein Gegenstand wie der Antigrid dauert länger, um geschmiedet zu werden. Oder ist mein Schmiedelevel einfach nicht hoch genug? Nein, ich darf mich nicht solche Gedanken nicht ablenken lassen. Ich war überrascht, dass Kirito mich gesehen hat, aber ich habe meine Schmiedekunst extra verbessert. Ich muss nur an mich glauben und weitermachen. Geschafft. Kristall beginnt zu glühen. Gib mir den Ring. Ich habe es geschafft. Oh, mein Schatz. Wunderschön. Er sieht irgendwie klar und durchsichtig aus. Beeindruckend. Das ist das schönste Ausrüstungszubehör, das ich je gesehen habe. Gott sei Dank. Er scheint dir zu gefallen. Ich bin froh, dass ich ihn für dich machen konnte. Für mich? Darf ich ihn wirklich haben? Ja, du bist der einzige Mensch, der ihn haben sollte. Aber ich meine, ist der Antigering nicht super ultra selten? Ich sag doch, ich habe ihn für dich gemacht. Das ist mein Dank, dass du bei der Quest geholfen hast. Und wenn du ihn beim Spielen trägst, ist das auch ein Gut für den Ruf meines Geschäftes. Ich schätze, das stimmt, aber... Hey, hör auf zu krummeln und öffne dein Inventarfenster. Okay. Da, er passt perfekt. Danke. Du hast wirklich dein ganzes Herz in diesen Ring gesteckt. Er gefällt mir sehr. Danke. Gern geschehen. So, wir haben den antiken Ring gemacht, also gehe ich wohl wieder zum normalen Geschäft über. Hey, was machst du denn immer noch hier? Zieh los und probier den Ring aus. Ja, danke, Liz. Ich werde gut darauf aufpassen. Das solltest du. Ich bin derjenige, die ihn gemacht hat. Vergiss es niemals. Und weg war er. Ah, und schon wieder konnte ich meine wahren Gefühle nicht offenbaren. Und warum muss ein Mädchen wie ich einem Jungen einen Ring geben? Ist das nicht sonst andersrum? Warte, was denke ich da überhaupt? So. Aber eines Tages bringe ich dich dazu, mich zu bemerken. Mal zur Info, Mädel. Er ist in Asuna verliebt, so. Mal gucken, was der Ring kann. Jabba-dabba, boy, der ja, ich soll ihn ja tragen. Gut. Wäre noch geil, wenn er noch die HP ein bisschen gesteigert hätte. So, wie sieht's jetzt hier aus? Karte. Immer noch 3. Ah, Bewegung. Mach mal mit Simon weiter. Ja. Simon, hast du gerade etwas Zeit? Ja, habe ich. Was ist los? Erinnerst du dich an eine große Quest, die wir letztens gestartet haben? Ich würde sie gerne fortsetzen. Ach ja, die, bei denen wir entschieden haben, Loki nicht zu helfen. Ich bin dabei. Los geht's.
schnell einfach. Hey da, ist die Wache. Hm? Neben ihm befindet sich ein Teleportschalter. Ich glaube, der war beim letzten Mal noch nicht da. Gut, anscheinend gibt es Entwicklung bei der Quest. Ihr da, gut aber, dass ihr es soweit geschafft habt. Seid ihr bereit, den großen Odin kennenzulernen? Ja, bringen uns zu ihm. Na gut, bevor es jedoch gehen, muss ich euch etwas erzählen. Seid ihr hier? Hier wart es. Loki gelungen ist, aus dem Gefängnis zu entkommen. Alle Asen suchen ihn. Wir bitten darum, dass ihr ihn euren oberste Priorität macht, Loki zu finden. Odin hat darum gebeten, direkt mit euch zu sprechen. Wir gewähren euch eine besondere Audienz für ihn. Nutzen wir dieses magische Gerät, um sofort zu ihm zu gehen. Folgt mir. Verstanden. Oh, eine Audienz bei den bedeutendsten nordischen Gott. Sieht so aus. Mächtige Feen, seid gegrüßt. Ich bin Odin. Da gefällt mir der Odin von Marvel eindeutig besser. Ich muss euch um etwas bitten. Ihr müsst den verabscheuungswürdigen Loki finden und zur Strecke bringen. Er hat die Gunst der Asen verloren und uns betrogen. Wenn wir ihn das tun lassen, was er will, wird diese Welt sicher in Schutt und Asche enden. Wir müssen ihn zur Strecke bringen, was es auch kosten mag. Wenn es euch gelingt, werde ich euch reich belohnen. Klingt, als könnten wir einen tollen Gegenstand bekommen, wenn wir diese Quest beenden. Ja, Kantir, ein Gegenstand vom Gott Odin, das muss etwas Großes sein. Die ganze Frage ist, wo ist Loki? Ich habe von meinen Untergeben gehört, Loki hat die Riesen aufgesucht, um ihre Hilfe im Kampf gegen uns zu ersuchen. Im Moment befindet er sich in Heilheim, der Reich der Toten, in denen seine Tochter Hell herrscht. Wir müssen sofort dorthin und ihn niederschlagen. Okay, wir gehen. Der Eingang zu Heilheim befindet sich in der dunklen Welt. Ich freue mich darauf, bald von euren Erfolg zu hören. Die dunkle Welt, ja? Okay, legen wir los. Loki muss irgendwo in dieser Zone sein. Man nennt diesen Ort nicht umsonst das Reich der Toten. Die Monster hier sehen sehr stark aus. Das spielt keine Rolle, wenn wir sie erstmal mit allen alle ausgeschaltet haben. Wow, Simon, du hast wirklich Nerven aus Stahl. Keto, du übernimmst die Front, ich greife von hinten an. Von hinten gibt's kein Kindergeld. Verstanden, los geht's. Ja. So. Cut. Nein. Lalalala. Tür öffnet sich. Oh, könnte Loki sein. Ich weiß nicht, aber so eine Person finden wir ihn vermutlich im letzten Raum der Tempel. Simon, pass auf! Hoch! Was zur Hölle tust du da? Ein Pfeil kam in der Richtung. Puh, er hat dich wohl um Haaresbreite verfehlt. Ich hab nicht aufgepasst. Danke, Kirito. Wie lange hast du vor, auf mir zu bleiben? Tut mir leid, Moment, ich gehe runter. Soll's. Zu jeden anderen Zeit würde ich dich wahrscheinlich zu den anderen Seelen hier in der Unterwelt senden. Aber du hast mich gerettet, also lasse ich das dieses Mal durchgehen. Okay, danke. Außerdem war ich diejenige, die nicht aufgepasst hat. Ich dachte, ich halte dir den Rücken frei, aber... Doch, du hältst mir den Rücken frei. Das bedeutet, ich muss auf dich aufpassen und du auf mich. Danke, Kirito. Ich tue nur, was jeder anständige Mensch tun würde. Also, wo ist dieser Ding, das auf mich geschossen hat? Schon außer sich war, es wäre sinnlos, es zu verfolgen. Naja, es ist das da drüben. Du kannst es noch sehen. Ich schätze, Skeptics haben die besten Augen in ALO. Das ist noch nicht alles. Wow, du willst es von so weit hinten schießen? Offene Entfernung kannst du mit Systemhilfe gar nicht verwenden. Dann verwende ich die Hilfe eben nicht. Tot. Getroffen. Hast du wirklich diesen Schuss gemacht? Ja. Hä? Schätze schon. Beeindruckend. Das war ein Schusskill. Komm schon, Kirito, beeilen wir uns. Und suchen Loki. Okay. So, hier waren Gegner, das weiß ich. Take.
Sag. Da. Ist hier was? Nö. Dann mal in den Raum gucken. Alter, was sind das denn zu Bades? Mann, die sieht komisch aus. Ihr solltet mal zum Arzt gehen. Ja, jetzt kommen noch solche Sensenfrauen. Autsch. Ja. Sense. Selbst die Sense ärgert mich hier noch. Sense schickt seine Frauen. Sense, schämst du dich nicht? Grüße gehen raus an den Sensemann. Mein Suchtpunkt. Och man, komm schon. Und zack. Hier ist er auch nicht. Wo steckt Loki? Schweinchen dick. Hier ist er auch nicht. Die sind einfach zu besiegen. Der Ring der Ahn hilft mir. Haut ab, ihr stinkt. Na, zack. Da müsste Loki sein. Ich will jetzt mal kurz noch was gucken. Aber vorher heile ich mich. Eifragment. So. Mein Ausdauer steigt auch, aber ich würde mal sagen, Loki, knöpfen wir uns nächstes Mal vor. Na. Ja. Wow, das war clever. Vergiss es, Misty. Ja, würde ich sagen, weil die Tür geht bestimmt nicht auf. Nö. Wir kümmern uns um Loki in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. In dementsprechend sage ich wie immer, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!